Drittes Spiel für die Wasserfreunde Spandau 04 in der DWL, in der Deutschen Wasserballliga, in der heimischen Sport- und Lehrschwimmhalle in Schöneberg, musste der Kooperationspartner, der OSC Potsdam, um den Ball kämpfen. Die Devise bei uns ist eigentlich immer das Gleiche. Wir wollen gewinnen, so deutlich wie es geht. Haben wir heute besonders in der ersten Hälfte ganz gut umgesetzt. Die Wasserfreunde Spandau 04 gingen entspannt, aber dennoch konzentriert ins Spiel. Die Gastgeber verließen das Becken bisher immer mit einem deutlichen Sieg. Anders hingegen die Potsdamer, die hatten nämlich bisher nur einen Erfolg zu verbuchen. Wir wussten, was auf uns zukommt und von dem her war das klar. Auch ohne den verletzten Stammspieler, ohne ihren Kapitän Markus Stamm, gelang es den Spandauern, zu einem souveränen 18:3 Erfolg zu kommen. Potsdam zeigte sich besonders in der ersten Hälfte leicht angreifbar. Die Verteidigung der Gäste war an diesem Spieltag gegen die Spandauer einfach zu schwach. Auch die Angriffsversuche blieben erfolglos, sodass die von Peter Röhle gecoachten Wasserfreunde mit einem Stand von 12:0 in die Pause gingen. Hilflose Gesichter bei den Männern aus Potsdam. 12:0 zur Halbzeit. Wir haben aggressiv in der Verteidigung gespielt, sind gut in die Konter gegangen. Chancen heute seit längerer Zeit mal wieder konsequent und effektiv genutzt. Die Wasserfreunde Spandau 04 schraubten in der zweiten Hälfte etwas zurück. Denn für sie war klar, der heutige Sieg ging an sie selbst. Da gab es keine Zweifel. Potsdam schaffte es nur 3 Tore zu erzielen, was aber nicht ganz der Plan des Coaches war. Den Wasserfreunden gelang es zum Ende hin noch 6 weitere Treffer zu werfen. Ein souveräner Sieg also 18:3, eine klare Ansage. Ich kann schon mal so viel sagen, gegen Neukölln wollen wir, wenn es geht, genauso hoch und genauso deutlich gewinnen. Wir hoffen auf weitere, dann vielleicht etwas spannendere und hoffentlich auch wieder erfolgreiche Spiele. Für die Wasserfreunde Hauptstadtsport TV wird wie immer mit dabei sein.